Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte heute darüber sprechen, wie es denn nun wirklich ist, mit zwei Kindern zusammenzuleben. Und ich werde auch nichts verschönern, denn auf die Idee gebracht hat mich Mellies Blog. Weil sie hat sich ja jetzt dazu entschieden, doch noch ein zweites Kind haben zu wollen. Ich weiß, dass sie sich mit der Entscheidung schwer getan hat, sich das gut überlegt hat. Und sie hat halt ein Video über ihre Ängste oder über ihre Gefühle gedreht. Das kann ich euch gerne nochmal unten in der Infobox verlinken. Und das hat mich halt dazu gebracht, weil viele in den Kommentaren halt auch geschrieben haben, dass sie sich ähnliche Gedanken machen. Sie haben halt ein Kind und überlegen jetzt, ob sie noch ein zweites haben möchten oder nicht. Ich habe mir diese Frage nie gestellt. Also für uns war immer klar, dass wir mindestens zwei Kinder haben möchten. Wir wollten kein Einzelkind, wir wollten immer Geschwister haben. Ich bin als Geschwisterkind aufgewachsen, Manu war Einzelkind. Und ich wollte das aber unbedingt, dass meine Kinder mindestens zu zweit aufwachsen. Ich habe mir in der Schwangerschaft natürlich auch meine Gedanken gemacht. Aber ihr wisst, dass ich nicht ein Mensch bin, der alles hinterfragt. Und ich habe mir auch keine Erfahrungsberichte durchgelesen, wie es denn nun ist wirklich mit zwei Kindern. Und ich habe einfach nicht so zu viel darüber nachgedacht. Ich bin so ein Mensch, ich mache das einfach nicht. Worüber ich mir aber in der Schwangerschaft Gedanken gemacht habe, und das habe ich auch, glaube ich, mal in einem Schwangerschaftsupdate erzählt, war natürlich dieses, kann man denn dann beiden Kindern gerecht werden? Gerade am Anfang, wenn man ein Baby hat, um das man sich einfach 24 Stunden permanent kümmern muss, kann man da dem großen Kind gerecht werden? Fühlt sich das große Kind dann vernachlässigt? Wird es dann bockig, weil es sich nicht geliebt fühlt? Wie wird das sein? Und worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe, so ganz profan, wie bringst du zwei Kinder am Abend ins Bett? Wie machst du das dann? Zu der Zeit war es ja noch so, dass Manu noch im Schichtdienst gearbeitet hat und ich dann oft abends mit den Kindern alleine gewesen wäre. Und ich habe da echt Panik davor geschoben. Total blöd, aber sind halt dann auch manchmal die Hormone in der Schwangerschaft. Und ich möchte heute gerne davon berichten, wie es denn nun ist. Viele machen sich auch Gedanken, kann ich denn das zweite Kind genauso lieben, wie ich mein erstes Kind liebe? Weil es ist ja mein erstes Kind. Ich kann euch sagen, euer Herz wird scheinbar größer. Denn ihr könnt dieses Kind, das zweite Kind, genauso lieben wie euer erstes Kind. Also mein Herz ist so, so groß. Ja, da ist die Liebe für Manu, da ist die Liebe für Vincent und da ist jetzt auch die Liebe für Svea. Und das hat alles Platz. Also da muss ich auch nirgendwo Liebe abknapsen oder so. Also es gibt nicht so 100% Liebe und jeder bekommt jetzt einen Prozentanteil. Nein, jeder bekommt 100% Liebe. Was ich aber so als Erfahrung habe, ist, dass die Liebe zu jedem Kind irgendwie ein bisschen anders ist. Nicht besser oder schlechter, sondern anders. Also ich empfinde, oder meine Liebe zu Vince ist natürlich anders geartet, prinzipiell schon mal als die Liebe zu Manu zum Beispiel. Aber die Liebe zu Vince ist auch anders als die Liebe zu Svea. Das liegt zum einen daran, weil er mein erstes Kind ist. Das stimmt wirklich. Man hat da einfach andere, intensivere Gefühle. Wie gesagt, also ich möchte nochmal sagen, ich liebe kein Kind mehr oder weniger als das andere. Das geht, glaube ich, gar nicht. Aber es ist halt manchmal ein bisschen anders. Wie gesagt, er war einfach mein erstes Kind und da hat man ja ganz andere Erfahrungen, die man jetzt mit ihm verbindet. Man hat vielleicht auch schwerere Zeiten durchgemacht, weil alles neu war. Und aber auch schönere Zeiten, weil es halt so neu war, diese Zeit so zusammen zu verbringen zum Beispiel. Aber ich habe auch andere Gefühle für ihn, weil er mein großer Sohn ist. Also schon allein, weil vom Alter her. Man erlebt jetzt so viele tolle Sachen mit ihm. Man kann ja viel, viel mehr mit ihm anfangen und mit ihm schon sprechen. Und, aber andererseits ist er halt auch ein Junge. Und da ist halt wieder dieser Unterschied zu Svea. Eben weil sie ein Mädchen ist, liebe ich sie halt auch auf eine andere Art und Weise. Also man kann auch so Mädchenkram mit ihr halt einfach machen, ne? Und andererseits ist sie halt mein kleines Mädchen. Und auch diese Liebe ist irgendwie so anders geartet. Also das fühlt sich einfach auch ein bisschen anders an. Und andererseits habe ich ja jetzt eine ganz, ganz intensive Zeit auch mit ihr. Wir werden auch noch viel Zeit hier zu zweit zu Hause verbringen. Und das ist natürlich ein Unterschied wie zu Vince, den ich so am Tag hochgerechnet 4 Stunden habe. Und das ist schon was anderes, natürlich. Aber ich liebe niemanden mehr oder weniger. Also man liebt seine Kinder gleich viel. Dann war natürlich eine Sorge von mir, wie wird das denn sein? Wie kannst du denn deine Aufmerksamkeit aufteilen? Wirst du ein Kind vernachlässigen? Am Anfang hat mir das natürlich sehr zu schaffen gemacht. Also da habe ich dann auch, da hatten wir dann auch eine Babysitterin, die dann mehrmals die Woche auch nachmittags kam, wo ich sagen konnte, okay, Svea war ja sehr, 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 sehr schwierig am Anfang. Und umso später der Tag wurde, umso schwieriger wurde es natürlich. Und das war dann ja genau die Zeit, wo ich auch beide Kinder zu Hause hatte.
Und da haben wir dann gesagt, gut, da kann ich mich intensiv ums Wehr kümmern, kann auch mit ihr eine Stunde spazieren gehen, weil Vince ist jetzt nicht so der größte Spaziergänger und vor allen Dingen nicht täglich. Also der macht das auch mal gerne mit, aber nicht täglich. Und da kam dann halt die Babysitterin und hat sich dann wirklich eine Stunde halt auch intensiv mit ihm beschäftigt. Also da hatte er dann eine Person, die sich dann auch wirklich nur mit ihm beschäftigt hat und dann auch gemacht hat, was, auf was er halt Lust hatte. Also ob es nun Vorlesen war oder was Spielen war. Und das hat mir am Anfang sehr, sehr, sehr geholfen. Mittlerweile ist das natürlich viel entspannter. Also Svea braucht jetzt nicht mehr komplett meine gesamte Aufmerksamkeit. Die kümmert sich auch mal alleine. Und auch die Kinder können natürlich jetzt viel mehr miteinander anfangen. Und das macht es jetzt natürlich viel, viel einfacher. Also bei uns sieht das dann halt nachmittags so aus, wenn ich beide Kinder habe, dass ich erstmal meine komplette Aufmerksamkeit Vince schenke. Was heißt komplette Aufmerksamkeit, ne? Aber da ist schon im Vordergrund, dass wir beide das machen, worauf er Bock hat. Im Moment ist das halt, dass wir uns eine halbe bis eine Stunde hinsetzen und Matchbox-Autos hin und her fahren lassen und Crashs bauen und so. Das findet er halt ganz toll im Moment. Und das Gute ist, dass Svea das völlig entspannt hinnimmt. Also die ist natürlich im selben Raum wie wir und die nimmt sich irgendwas alleine zu spielen und spielt da alleine. Die kommt uns da auch nicht in die Quere oder jammert oder so. Ich weiß nicht, es ist einfach so, es passt halt einfach. Und sie kommt ab und an mal zu mir und möchte sich dann das Auto angucken, was ich gerade habe oder mal kurz bei mir auf dem Schoß. Und dann geht sie aber auch wieder und macht ihr eigenes Ding. Also das ist super. Irgendwann dann so zwischen 4, 5 bekommt sie halt dann die Phase, wo sie einfach müde wird und ninglig wird. Und da ist zum Glück dann jetzt der Papa da. Also ich bin sehr, sehr froh, dass er nicht mehr den Schichtdienst macht. Das erleichtert uns vieles. Das heißt, er ist dann da und dann teilen wir uns das wieder auf. Er macht dann meistens was mit Vince zusammen und ich kümmere mich um Svea und bringe sie dann auch ins Bett. Und da habe ich dann wieder auch Zeit für Vince, die wir halt auch intensiv zusammen verbringen. Also ich gucke halt auch, dass ich wirklich ab der Zeit, wo ich weiß, ich hole ihn aus dem Kindergarten, mir keine Aufgaben mehr vornehme. Also wirklich gar nichts. Weil ich habe das mal gemacht, ganz simpel Wäsche aufhängen. Ich hatte halt eine Waschmaschine angesetzt und wollte die Wäsche aufhängen, während beide Kinder hier sind. Ging gar nicht. War größtes Chaos. Svea hing an meinem Bein und weinte. Vince saß in der Ecke und langweilte sich und ihm fiel nur Bockmist ein. Ging gar nicht. Also das war halt, was habe ich ausprobiert und es hat halt nicht funktioniert. Und seitdem nehme ich mir einfach in der Zeit nichts mehr vor. Also es gibt so Sachen, die ich im Hinterkopf habe. Okay, wenn es gut klappt, könntest du das und das machen. Es ist aber auch nicht so schlimm, wie wenn es nicht passt. Also wie zum Beispiel, ich setze jetzt keine Waschmaschine mehr so von der Zeit geplant an, weil die muss ich dann aufhängen. Den Geschirrspüler muss ich aber nicht zu der Zeit ausräumen. Wenn es passt, ist es aber cool. So, als Beispiel. Und genauso nehme ich mir auch ganz bewusst dann, wie gesagt, nochmal so diese letzte Stunde von Vince, also so von 7:30 bis 7:30. Also dann setze ich mich auch wirklich intensiv mit ihm hin und schaue zusammen mit ihm den Sandmann. Also es ist nicht so, dass er allein da sitzt und den Sandmann schaut und ich was anderes mache, sondern ich sitze halt wirklich daneben und wir gucken das zusammen. Und dann bringe ich ihn ins Bett und da haben wir halt auch nochmal eine sehr intensive Zeit. Wir lesen dann erst ein Buch noch zusammen und dann kuscheln wir nochmal zusammen. Das ist ihm auch ganz, ganz wichtig, da besteht er auch drauf. Und wenn ich dann sage, komm Vince, jetzt gehen wir aber ins Bett. Nein, machen wir noch ein bisschen kuscheln. Also es ist auch so, dass Svea dann natürlich schon im Kinderzimmer liegt und ich bringe ihn quasi in meinem Bett ins Bett. Also da lesen wir halt die Geschichte und kuscheln und dann bringe ich ihn halt rüber in sein Bett. Und da ist es auch nicht so, dass Svea da nochmal aufwacht und selbst wenn das manchmal passiert, schläft sie relativ zeitig wieder ein. Also wir hatten auch mal eine Zeit lang, da haben die sich dann gegenseitig so hochgespult, dass die Svea dann Vince vollgelabert hat und der, man hörte das halt so übers Babyfon und er dann schon sagt, oh, Svea, sei ruhig, wir schlafen. Aber das war halt auch nur eine Phase. Es ist zum Beispiel auch nicht so, dass natürlich wacht Svea manchmal in der Nacht auf und weint. Ich habe zum Glück ein Mädchen, ein Kind, dem steckst du den Schnuller wieder rein und dann schläft die wieder. Und das passiert maximal 2-mal in der Nacht, mehr auch nicht. Und davon wird Vince nicht wach. Er erzählt mir dann manchmal früh, Mama, ich bin wach geworden, weil Svea geweint hat, aber der schläft dann auch einfach weiter. Wo er wirklich wach wird, ist, wenn sie früh ihre Milch verlangt, weil das macht sie auch lautstark. Also da kann ich verstehen, dass er da nicht weiter schläft, vor allen Dingen, weil ich ja eine Zeit brauche, um die Milch auch fertig zu machen. Und da machen wir es dann aber einfach so, dass ich Svea die Milch gebe und danach darf Vince halt in mein Bett kommen und schläft dann halt eine Stunde noch da, bevor wir dann zusammen aufstehen.
Früh morgens läuft das auch super gechillt. Also ich kann die Kinder hier zusammen im Wohnzimmer lassen und mich in Ruhe fertig machen, in Ruhe das Frühstück machen, in Ruhe alles für Vince, für den Kindergarten zurecht machen. Also mittlerweile haben die halt, oder hat Svea halt ein Alter erreicht, wo das auch gut mit den beiden funktioniert. Schwierig war es in der extremen Bockphase von Vince. Da will ich nochmal ein extra Video zu machen, mit so Tipps und Tricks, weil ihr habt mir da ganz tolle Sachen damals unter das Video geschrieben, was ich ausprobiert habe. Mittlerweile ist diese Trotzphase zum Glück abgehakt. Zum Teil auch durch die Dinge, die wir jetzt eingeführt haben. Deswegen möchte ich nochmal das Video machen. Aber als diese Trotzphase war, war es natürlich super, super schwierig. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass diese trotzigen Reaktionen meistens daraus entstanden ist, Vince ist heimgekommen und wusste nicht, was er mit sich anfangen soll. Also ihm war langweilig. Und deswegen habe ich jetzt halt auch eingeführt, wirklich, wenn wir heimkommen, weiß ich muss mich wirklich auch erstmal intensiv mit ihm beschäftigen, weil er, wenn er heimkommt, erstmal nicht selber etwas findet, mit dem er spielen kann. Es ergibt sich dann meistens was daraus, wenn wir halt gespielt haben, dass er dann was Eigenes zum Beispiel anfängt oder so. Aber er ist halt im Moment gerade in dieser Phase, wo alleine spielen schwierig für ihn ist. Ich weiß aus Erfahrung von einer, aus Erfahrung, ich weiß von einer Freundin, der Sohn ist älter, dass das halt bei ihm auch gerade eine Phase ist. Also ne, wir kennen das alle, bei Kindern sind das alles nur Phasen. Und in diesen Zeiten ist es natürlich schwer, es ist natürlich hart, weil du dich um das kleine Mädchen kümmern musst, was sich natürlich nicht eine Stunde lang alleine beschäftigt. Du hast aber auch den großen bockigen Bruder, der so partout gar nicht reagiert und dann seine Langeweile an seiner kleinen Schwester auslässt. Das ist natürlich schwierig. Schwierig ist auch, weil Vince sich jetzt im Moment überlegt, dass er Svea super gern auf seinen Schoß zieht. Egal wo sie gerade ist, steht und geht. Und sie ist ja nun auch schon 9 Kilo schwer. Und das sind schwierige Situationen. Das ist, scheint auch manchmal ziemlich gefährlich. Oder wir haben halt jetzt das Problem, dass Svea Vince allen möglichen Mist nachmacht. Und wenn er halt der Meinung ist, auf dem Tisch im Wohnzimmer sitzen zu müssen, versucht sie natürlich auch irgendwie auf diesen Tisch hochzukommen. Sie ist ja nicht doof, ne? Also sie krabbelt halt erst auf das Sofa und versucht dann vom Sofa auf den Tisch zu kommen. Sie kann aber nicht einschätzen, dass dieser Weg einfach viel zu weit ist und sie dann natürlich runterfällt und sich ein blaues Auge haut. Und so Geschichten hat man dann einfach. Aber natürlich muss man sich darauf einstellen, dass es schwierig wird. Aber es ist mit einem Kind schwierig und es ist auch mit 2 Kindern schwierig. Aber es ist auch so, 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 so wundervoll, diese Liebe zwischen 2 Geschwistern zu erleben. Wirklich. Um nichts in der Welt möchte ich das missen. Das war so bedingungslose Liebe vom ersten Moment an. Das ist was, was man nicht erklären kann. Also, dass ich mein Baby liebe, das ist so was Hormonelles, so ein Urinstinkt, das geht ja gar nicht anders, ne? Also ich habe die 9 Monate in meinem Bauch getragen und ich habe die zur Welt gebracht. Ich kann die Kinder nur lieben. Aber diese Liebe zwischen Vince und Svea, wie das entstanden ist, ich weiß es nicht. Also der ist ins Krankenhaus gekommen und er wusste, dass sie Svea heißt. Das wusste er, das wussten wir ja auch erst seit ein paar Stunden. Und war sofort, dass er sie gestreichelt hat und dass er ganz vorsichtig mit ihr war und dass er sie geküsst hat. Und das war so schön. Und vom ersten Moment an waren die da wirklich ein Herz und eine Seele. Also die haben sich seitdem noch nie irgendwie angezickt. Natürlich hast du das, dass Vince nicht möchte, dass sie mit ihren Spielsachen spielt. Das ist aber was völlig Natürliches. Und da versuche ich aber, da muss ich auch ein bisschen an mir arbeiten, nicht einzugreifen. Natürlich, wenn es irgendwie scheinbar gefährlich für Svea wird, natürlich. Aber das sollen die halt untereinander regeln. Irgendwann wird auch die Situation kommen, dass Svea nicht möchte, dass Vince mit ihren Spielsachen spielt. Und das sollen die schon so ein bisschen untereinander auch regeln. Natürlich gucke ich da aber immer ein bisschen drauf. Aber es ist einfach so dieses, er ist auch so, so super süß. Also ich meine, Svea steht jetzt schon seit Monaten allein, ne? Und immer wieder, wenn sie irgendwo so frei halt steht, Mama, guck mal, Svea kann so schön alleine stehen. Und das ist so süß. Das ist einfach schon was Normales für uns geworden. Aber für ihn ist das immer noch so, wow. Und mittlerweile macht sie auch schon so 2 Schritte alleine, bevor sie auf ihren Po fällt. Und da ist er auch immer so aus dem Häuschen begeistert und sie hält ihre Flasche schon alleine und trinkt. Und das kann er mir jeden Tag aufs Neue erzählen, was Svea schon alles Tolles kann. Und das ist halt auch so schön zu sehen, dass er da auch mitfiebert, um dahin zu kommen, ne? Mittlerweile versuchen wir auch, ihr erste Wörter beizubringen. Also sie sagt schon Baba und Wauwau. Und da macht er halt auch schon mit und versucht ihr das so ein bisschen näher zu bringen und so. Das ist so schön. Leute, um alles in der Welt, das ist das Allerallerschönste, diese Liebe zwischen Geschwistern nochmal zu erleben. Das ist so wundervoll. Und auch, was man dann halt so mit Geschwistern alles erleben kann, ne? Erst letztens, wo wir die Fahrradtour halt wieder eingeleitet haben, wenn du die beide da hinten
im Fahrradanhänger sitzen hast und so. Das ist einfach so, so goldig, oder? Es hat sich halt jetzt auch mittlerweile, ne, Vince will nicht nur mir einen Abschiedskuss geben, bevor er in den Kindergarten geht, sondern halt auch Svea. Das ist für ihn was ganz Natürliches geworden und das muss unbedingt sein. Und er verabschiedet sich von ihr, bevor sie halt ins Bett geht und so. Das ist so schön. Also an alle, die noch überlegen, ob sie ein zweites Kind haben möchten, bitte unbedingt macht das. Natürlich ist es hart, natürlich ist es anstrengend. Das sind kleine Kinder, kleine Babys, natürlich. Aber diese Liebe, die ihr nochmal empfindet und die Liebe zwischen Geschwistern, das wiegt alles, alles auf. Und es sind immer nur Phasen. Ihr wisst, es sind immer nur Phasen. Svea ist jetzt fast ein Jahr alt. Das heißt, wir haben die schwierigste Zeit jetzt hinter uns. Und natürlich werden immer wieder schwierige Phasen kommen. Ich will gar nicht dran denken, wenn Svea in die Pubertät kommt. Also ich weiß jetzt schon, dass sie einen viel stärkeren und, wie soll ich sagen, eine viel... Vince ist so ein bisschen introvertiert und Svea ist eher extrovertiert. Und deswegen glaube ich, ihre Pubertät wird sehr viel härter werden als Vince' Pubertät wahrscheinlich. Und natürlich wird das schwer. Natürlich mache ich mir da Gedanken. Aber das sind alles nur Phasen und wir werden da irgendwie mit ganz viel Liebe und Geduld durchkommen. Aber es ist so, so schön, zwei Kinder zu haben. Es ist manchmal echt hart und manchmal denke ich mir, Alter, ich mag nicht mehr. Aber dann kommt irgendwie wieder so ein schöner Moment. Das sind nur 2 Sekunden einfach, wo Vince Svea umarmt oder wo sie ihm einen Kuss gibt. Also Svea küsst übrigens nicht mit Zumund. Svea küsst immer so. Immer. Manchmal kommt auch noch Zunge mit dazu. Herrlich. Und sie ist halt auch viel, viel weiter als Vince. Ich glaube, das ist auch so ein Mädchending. Aber halt auch, weil sie ein großes Geschwisterkind hat und sie möchte hinterher. Sie möchte ihm hinterherlaufen. Sie möchte auch wie er aus dem Becher trinken. Also sie hat jetzt ganz stark gezeigt, dass sie jetzt bitte auch aus dem Becher trinken möchte, nicht mehr nur aus der Flasche. Und dann machen wir das halt auch zusammen. Und das ist halt auch schön zu sehen. Oder wo sie noch ganz, ganz klein war und viel geweint hat. Vince hat sich immer dann vor sie hingestellt und irgendwelche Faxen gemacht, damit sie halt aufhört zu weinen. Und am Anfang hatte ich auch große Sorgen. Vince war immer so ein Kind. Wenn andere Kinder geweint haben, hat er mitgeweint. Was ja eigentlich schön ist, weil er sehr empathisch ist. Und da hatte ich immer Angst davor, wie machst du das dann? Du hast dann ein schreiendes Baby und dann Vince auf der anderen Seite, der heult, wie soll das werden? Aber es war gar nicht so. Wenn Svea geweint hat, hat der nie mitgeweint. Der ist dann zu mir gekommen, hat auch versucht, sie zu beruhigen. Wo sie dann ein bisschen älter war, hat er sich halt vor sie hingestellt und irgendwelche Faxen gemacht, bis sie angefangen hat zu lachen. Immer wenn er sie irgendwo weinen hört, wenn halt mal irgendwas passiert ist, wenn sie umgefallen ist oder so, dann kommt er gleich und tröstet sie. Das ist so, so süß. Das ist so wunder, wunderschön. Leute, legt euch mehrere Kinder an. Bitte unbedingt, das ist so schön. Und halt 2 reichen ja auch, ne? Wenn ihr dann Angst habt, ihr könnt nicht mehr jedem die Aufmerksamkeit schenken, ja, dann bleibt es halt bei 2. So ist es ja jetzt bei uns auch. Und man muss dann halt manchmal Zeiten einteilen. Also ich merke, Svea tut das auch richtig, richtig gut. Diese Zeit, die wir halt vormittags, mittags nur wir haben. Und Vince tut es dann aber auch sehr gut, wenn Svea dann im Bett ist und wir dann halt nochmal diese Zeit sehr intensiv haben. Gerade so diese letzten 20 Minuten, wenn ich ihn ins Bett bringe. Das ist für uns beide die wichtigste Zeit am Tag. Richtig hart sind die Wochenenden. Also wo andere sich aufs Wochenende freuen, Wochenenden sind für mich die 2 härtesten Tage der Woche, weil die Kinder dann halt wirklich von früh bis abends aufeinander hocken. Und das ist dann manchmal sehr, sehr anstrengend, weil jedes Kind auch so seine eigenen Bedürfnisse hat, ne? Also Svea möchte viel raus und unterwegs sein, egal bei welchem Wetter. Und Vince ist halt eher so der Typ, der gerade so, oh Mama, ich will nicht spazieren gehen. Ja, ich habe da schon manchmal so meine Tricks natürlich, aber ich bekomme ihn auch nicht jedes Mal dazu. Deswegen ist es schwierig, wenn ich dann zum Beispiel mit beiden allein bin. Und ich kann ihn auch nicht zwingen, rauszugehen. Ja, also er ist mittlerweile in einem Alter, er muss dann allein laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Ich kann ihn nicht zwingen, rauszugehen. Und die Wochenenden sind für mich wirklich die härteste Zeit. Ich habe ja auch das Problem, mittlerweile kommen wir so langsam dahin, dass sie parallel Mittagsschlaf machen. Aber am Anfang war es halt so, Svea ist ins Bett gegangen und hat quasi ausgeschlafen, als ich Vince hingelegt habe. Also dann hatte ich halt am Wochenende nie Pause beispielsweise. Das haben wir jetzt ein bisschen angeglichen, das ist ganz gut. Ja, also Wochenende ist für mich immer so gerade so ein bisschen die härteste Zeit, weil wenn du beide parallel zu Hause hast, ist es zwangsläufig einfach ein bisschen anstrengend. Wart ihr schon mal Schuhe kaufen mit 2 Kindern? Mache ich auch nie wieder. Also Vince brauchte unbedingt neue Hausschuhe im Kindergarten und ich bin halt mit beiden Kindern in diesem Deichmann. Svea kannst du nicht krabbeln lassen, weil die räumt alle Regale aus. Also hatte ich sie hier auf dem Arm, habe da mit Vince Schuhe ausgesucht, habe dann nach versucht, ihm die Schuhe anzuziehen, damit er sie ausprobieren konnte. Es war süß.
war echt nicht schön. Also da muss man dann auch aus Erfahrung lernen und dann manche Dinge einfach anders organisieren. Also mittlerweile gehe ich halt nur noch am Wochenende mit Vince alleine dann Schuhe kaufen, wenn es Fea halt einfach bei Manu ist oder so. Ja, man wächst auch einfach mit seinen Aufgaben. Und im Moment ist halt das Wochenende die stressigste Zeit für mich unter der Woche, aber es sind auch nur 2 Tage. Und ich liege dann immer so sonntags in meinem Bett und denke mir, oh, du hast es wieder geschafft. Morgen ist endlich wieder Montag, es läuft wieder alles so seinen geregelten Gang. Du kannst deine Zeit wieder schön einteilen auf die Kinder und auch, du schaffst auch wieder was, weil am Wochenende schaffe ich einfach nichts. Also Wochenende ist auch eigentlich YouTube und arbeitsfreie Zeit. Manchmal geht es nicht immer, wenn ich mit einer Kursvorbereitung einfach hinterherhänge oder so. Das geht halt nicht immer, aber eigentlich ist so Wochenende wirklich arbeitsfreie Zeit, weil ich mir sonst noch mehr Stress und Druck machen müsste. Genau, es ist nicht immer einfach mit 2 Kindern, absolut nicht. Aber es ist so, 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 so wundervoll. Und man lernt erstmal, wie viel Liebe man eigentlich in sich trägt und wie viel Liebe man einfach auch geben kann. Also ich liebe es, zweifach Mama zu sein und kann das jedem nur empfehlen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mir zuzuhören. Ich freue mich jetzt sehr, von euren Erfahrungen in den Kommentaren zu lesen. Habt ihr 1 Kind? Habt ihr 2 Kinder? 3, 4, 5, 6? Wie sind eure Erfahrungen? Schreibt es mir. Ich freue mich sehr, von euch zu lesen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.